Studieren kostet Geld. Überall auf der Welt. Wenn man hier studiert, dann muss gesichert sein, dass man über genügend Geld verfügt, um sich das leisten zu können. Es ist ja sinnvoll. Wenn man sich die Miete nicht mehr leisten könnte, würde man auf der Straße stehen. Und nicht nur das Zimmer muss ich zahlen, essen will ich auch etwas. Etwas von Deutschland sehen und ab und zu mal shoppen muss schon drin sein. Ich habe mir angeschaut, welche Möglichkeiten es gibt und diese gemeinsam mit meiner Familie besprochen. Ich wollte unbedingt möglichst viel selbst dazu beitragen. Natürlich hätte auch jemand aus meiner Familie dafür bürgen können. Bürgschaft bedeutet, dass ein anderer für meine finanzielle Absicherung garantiert. Allerdings wollte ich es selbst schaffen, daher kam das für mich nicht in Frage. Aber es wäre eine Option gewesen. Mein Plan war allerdings folgender. Ich hatte schon in Brasilien gejobbt und Geld verdient. Dieses Geld und einen kleinen Zuschuss meiner Eltern habe ich dann auf ein Sperrkonto gelegt. Das dient jetzt als Nachweis, dass ich finanziell abgesichert bin. Bei mir waren das schon mehrere tausend Euro. Wenn ich mich richtig erinnere, sind über 8000 Euro gefordert. Genau nachsehen kann man das aber auch auf steadyin.de. Von diesem Konto kann ich mir nun jeden Monat einen festgelegten Betrag abheben. Schöner wäre es natürlich, meine Studium mit einem Stipendium zu finanzieren. Darum habe ich mich nicht zeitig genug gekümmert. Das ärgert mich noch ein bisschen. Für ein Stipendium muss man sich meist ein Jahr im Voraus bewerben.